Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack 7. In der heutigen Folge wird die liebe kleine Katze, übrigens das bin ich, hallo ich bin Katze, die Zeit nutzen, um hier ein wenig Emeralds zu farmen. Jetzt klingt das erstmal so ein bisschen meh, weil Emeralds Farm ist meh, brauchen wir uns gar nicht anders drüber unterhalten. Emeralds Farm ist jetzt nicht das Spannendste auf diesem Planeten, aber das Besondere hierbei ist, dass wir Emeralds farmen werden und zwar in relativ großen Massen. Dazu lege ich jetzt gerade mal Sachen von mir hier ab und werde gleich ein paar von den Crafting Tablets aufstellen. Und mit ein paar meine ich eine Ladung. Den stellen wir einfach mal hier oben hin, weil wir ihn gerade brauchen können an der Stelle. Machen wir so und die Sache läuft. Wir legen noch eine der Kisten weg. Folgendes, wir wissen mittlerweile, dass wir hier Trades haben, die so aussehen, dass wir hier einzelne Glasspanes für Emeralds vertauschen können. Wir haben aber auch welche, wo wir 5er Emeralds und so vertauschen können. An und für sich sollte es relativ schnell funktionieren, hier eine Menge Glas zusammenzubekommen und eine Menge Emeralds zu handeln. Das Ganze möchte ich deswegen machen, weil ich für spätere Umwandlungsprozesse mehr Emeralds brauche. Und zwar sehr viel mehr. Das bedeutet, wir können hiermit eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine größere Anzahl an Emeralds generieren. Hoffe ich mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Du hast irgendwelche Zaubereffekte. Das ist neu. Die Frage ist, funktioniert das hier trotzdem im Plusbereich? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ob wir die außerhalb von den Einzelnen noch nutzen sollten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten uns wirklich auf diese drei hier beschränken. Und damit machen wir dann eigentlich genug. Und dann können wir in der gleichen Zeit hier noch ein paar Glasis holen. Gut, ich mache das jetzt erstmal und versuche mal so eine halbe Truhe irgendwie an Emeralds zusammenzubekommen, damit wir die auf Vorrat haben. Und dann sehen wir gleich mal noch, was wir noch so zu tun haben. Denn da gibt es noch eine Menge. Bis gleich. So, ihr Keks, jetzt haben wir frisch geschlafen. Übrigens ist gerade jemand Unfähiges im Teamspeak. Ich muss nur gerade die Folge weil hier machen. Keine Angst, ihr müsst nicht direkt abschalten. Wenn ihr das nicht möchtet, dass er dabei ist, dann geht einfach mal rüber auf seinen Kanal und liked da seine Videos. Dann hat er wieder so einen Aufschwung, dass er nicht mit mir ins Teamspeak kommt. Ja. Muss ich mir näher ein Item hochziehen. Richtig, so ist es nämlich. Wir haben jetzt hier drei weitere von den Villagern geteilt, wollte ich gerade sagen. Nee, nicht ganz. Und wir haben fast jetzt zwei Doppeltruhen voll mit Emeralds. Das ist doch eigentlich schon mal eine sehr, sehr praktische Geschichte. Jetzt ist die große Frage, Katze, warum machst du das? Es ist eine relativ einfache Antwort. Gestern hatte Flocke sich Mending erarbeitet und hat aber das Problem, dass sie so gut wie keine XP hat. Und auch wenn Sparky momentan einen Shop aufgemacht hat, wo man sich XP-Flaschen kaufen kann, dachte ich mir, eventuell ist es einfach freundlicher, wenn ich auf Vorrat ein bisschen was an XP-Flaschen habe, damit, wenn in Zukunft Flocke abends mal irgendwie daddeln möchte, sie sich eventuell die XP von mir holen kann. Das ist kein Angebot an jeden. Also, liebe Menschen, das ist kein so von wegen, hol dir das doch von Katze, der gibt das jedem. Nein, das ist ein Angebot an Flocke. Und warum? Weil Flocke fein ist, okay? Wissen wir? Gut, fein. Gut. Dafür brauchen wir Folgendes. Und zwar haben wir hier einen Lord Langnasus. Guten Tag. Und Lord Langnasus hat ja einen Lord Langnasus hat hier einen speziellen Trade, wo er uns für ein Emerald eine Bottle of Enchantment gibt. Bedeutet, wir haben potenziell eine komplette Doppeltruhe an enchantedem Zeug hier. Jetzt müssen wir das theoretisch nur hin und her traden. Das ist also so der erste Schritt gewesen, warum ich das hier tun wollte. Eine weitere Sache, die wir gemacht haben oder die ich gesehen habe, jetzt muss ich ganz kurz mal wieder mein Inventar zurückholen, das ich davor im Inventar hatte, muss ich ganz kurz mitnehmen. Goldäpfel, Truhe, Anvils, den anderen Kram hier lassen wir gerade mal hier drin. Ne, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Egal. Ich sehe schon, komm, Katze räumt dein Inventar auf. Kommt bald wieder, egal. So, Leute. Erstmal brauchen wir die Ender Chest. Gut. Ender Chest. Und was tun wir in die Ender Chest rein? In die Ender Chest kommen die Goldäpfel und der Weakness Trank. Doch, doch nicht was. Nicht in die Ender Chest. Die Chest ist, die Chest, die du dafür benutzen musst, die ist bei mir in der Nähe des Hauses. Da steht sogar Items drauf. Bei dir in der Nähe des Hauses? Ja, ja. Oh Leute, Early, was machst du eigentlich gerade? Ich messe meinen Fernseher aus. Okay, das ist eine coole Geschichte, Leute. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Okay, Leute, wir machen den kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Ich habe nämlich noch was Schönes übrig. Okay, bis gleich. Senoritas, Senores, wir sind wieder da und wir haben, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Und die werden wir jetzt mal ganz kurz umsetzen. Und zwar müssen wir dafür hier nur eine Kleinigkeit aufbauen. Und dann funktioniert das Ganze auch schon.
5 Stück, wir brauchen 2, wir brauchen 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, reicht das? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1 und 1, 2. Guckt mal, im Kreise bauen sind wir echt nicht schlecht, Leute. Im Kreise bauen sind wir super. Und jetzt müssen wir nichts anderes machen, als das so auszufüllen, dass wir da eventuell ein Smiley drin hinbekommen. Das wäre eigentlich eine ganz nette Geschichte. Und wer sich jetzt wundert, warum bin ich jetzt gerade hier wieder am Bauen, obwohl wir eigentlich was Mechanisches machen wollten, weil es so eine kleine Challenge ist. Meine Frage ist, schaffe ich es schneller, den Smiley auf seinem Grundstück fertig zu bauen, bis er blickt, ob ich gerade bei ihm wieder seinen Berg zubaue? Hey! Das ist so meine Idee. Das ist so meine Idee dahinter. Schauen wir mal hin. Gut, wo müssen die Augen hin? Ungefähr hier. Da müsste ein Auge sein. Zwei von dort aus. Da müsste ein Auge sein. Und ja, da müssen wir noch hier eine Nase in die Mitte. Das ist ja kein Problem. So. Hallo, keine Nase. Hörst du mal auf damit. Und so. Ey, was soll das? Und damit sind wir fertig. Klein, aber fein, würde ich sagen, Leute. Sieht auch schon gar nicht schlecht aus. Der lächelt sogar, ne? Hi, Tim. Ich hab dir eine Karte gemacht. Ach, Early. Was für eine Karte? Eine Karte mit einem Smiley drauf. Nicht abbauen. Ich hab extra eine Karte sogar mitgebracht für dich. Guck. Warum ist das Skeleton Horse? Keine Ahnung, hab ich nicht gemacht. Guck da, Tim. Hier. Musst du die Karte angucken. Oh, da neben dir liegt die Karte, Tim. Das ist ein Smiley. Serious? Ja, das ist ein Smiley. Sag ich doch, ist ein Smiley. Sieht eher aus wie ein Sumpfbio. Hä? Wie sieht ein Smiley aus wie ein Sumpfbio? Ja, nein, das hier alles. Ach, das ist die Plattform hier oben. Ich wundere mich gerade, was ist das da auf der Karte, das Grüne? Ich glaube, es wird dir gefallen. Weißt du, was auf der Plattform da oben ist? Die da in der Luft ist? Über dir? Ich glaube, nur ein kleiner Teich, oder? Nein. Hier war mal ein Villagerdorf gewesen. Und in einem Villagerdorf können ja auch inzwischen Gehege spawnen mit Tieren drin. Die habe ich da oben einfach gelassen. Die kriegen nichts mehr zu essen. Oh, die werden da oben verhungern. Oh, das ist aber nett. Ja, finde ich auch. Weiß nicht, ist mir das jetzt lieber? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Weißt also, es sieht so ein bisschen. Hier alles wegzubauen? Ich weiß, wie lange wir da waren, um es alles aufzubauen. Wenn du dich erinnerst, ne? Ah, guck mal hier, wir können hier die Augen theoretisch, können wir als Bücherregale machen. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ist das jetzt deine Ender Chest? Warte mal. Oh, ich sehe gerade. Wie kannst du es nicht mal schaffen, eine Ender... Wie kannst du es... Wieso überleben die Bücherregale das? Tim, was kannst du eigentlich? Eine Ender Chest. Mich schockieren eher die Bücherregale, Kollege. Du wurdest gerade im Chat angesprochen, by the way. Oh Mann, okay. Egal, ich hab... Naja. Ist nicht... Brauchst du Hilfe, das abzubauen? Ist nicht. Naja, gut. Tim, mach's gut. Ciao, ne? Ach, fuck, ich hab keine Schiene. Hey! Ich wusste es. Ach so. Tim, dein Hund, die brennt! Lösch deinen Hund! Du hast deinen Hund angezündet! Geht's dir wieder gut? Das Chicken! Oh, ich höre nur so ein Hundefiesen! Der extra unter dem scheiß Ding, damit er in Sicherheit ist! Von dir ist niemand in Sicherheit anscheinend! Jo, Leute, das war jetzt erstmal kurz lustig. Er saß ja die ganze Zeit mit dem Teamspeak so und da dachte ich mir, vielleicht kann ich mal reintrollen. Und wir haben das neulich auf dem Zweitkanal schon mal gemacht in einem viel größeren Ausmaß. Außerdem war es so ein kleiner Anstoß, weil der hat bis heute noch keine Folge für heute produziert. Und ja, ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen arg spät dran momentan mit meiner Folge zur Produktion. Aber irgendwo darf ich wohl denken, dass man Leute auch motivieren darf, mal ein bisschen aufzunehmen. Gut. Wir haben jetzt nur noch folgendes Problem. Ich muss jetzt noch ganz kurz gucken, wie ich das mit den neuen Villagern, mit den alten Villagern am besten mache. Ich würde gerne die alten Villager auch wieder zurück zu unseren Stands holen. Dafür müssen wir einmal kurz schlafen gehen, das war super. Und müssen die alten Villager auch mal auf Stands zuordnen.
Also hier auf ihre Plätze. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben da vorne noch 2 Slots frei auf der linken Seite. Da soll momentan so gut wie noch keiner rein. Also das ist alles für Kartografen vor. Obwohl, theoretisch können wir hier einen Kartografen reintun, den wir unten haben. Da müssten wir ihn aber erstmal heilen. Das müssen wir dann gucken. Wir müssten dort unten nur einen Kartografen haben. Ist das soweit korrekt? Haben wir da unten einen einzelnen Kartografen? Wir haben einen Kartografen, 2 Leute, die als Cleric gelten, einen Farmer. Der Cleric hier wäre alleine schon wegen dem Ding doppelt zu heilen, wegen der Class Battle, wegen der XP-Battle einmal zu heilen, nicht doppelt. Du bist halt relativ uninteressant für mich, wenn ich ehrlich bin. Tut mir so ein bisschen leid, aber du bist halt echt uninteressant geworden. Er hier muss noch einmal geheilt werden. Er hier, gut, Arrow of Healing ist so ein kleines Konstrukt in sich selber, weil Arrow of Healing ist so ein bisschen doof, dass wir das machen könnten, aber okay. Stonemason hatte hier nichts. Der hatte einen Scion. Den müssten wir theoretisch irgendwann noch nehmen. Der ist vor allem deswegen interessant, weil ich glaube, wenn ich den 2-mal heile, könnte ich hier einen Stone für einen Emerald raushauen. Und das wäre natürlich eine Lösung gegen diese ganzen Doppeltruhen voll mit Stone. Denn wenn wir Stone brauchen, um ihn zum Bauen zu benutzen, dann ist es meistens eine weiterverarbeitete Art und die kriegt man alle über den Stonemason, soweit ich weiß. Deswegen, das ist auch noch so eine kleine Geschichte. Naja, hier müssen wir wieder die XP-Battle und hier den allgemein einmal zu heilen, um zum Beispiel die Golden Carrots ein bisschen billiger zu machen nochmal. Wäre eigentlich auch keine so schlechte Idee. Bedeutet, eigentlich müssten wir die alle noch einmal durchheilen und wir brauchen diesen Teil hier vorne, brauchen wir zum Beispiel gar nicht mehr. Wir haben unsere Sachen alle unten weggeräumt. Gut, wir wissen wenigstens, was wir tun wollen in der nächsten Zeit. Wir haben hier, glaube ich, auch noch ein paar Emeralds drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich hatte hier, nee, Bücher haben wir hier drin, okay. Und hier haben wir auch noch einen Crossbow. So, dann haben wir das Achievement hier auch endlich mal. Beziehungsweise es heißt Advancement, nicht Achievement. Entschuldigung. So, wir haben Tim ein Lächeln auf die Schultern gezaubt. Gezaubt? Lächeln auf Schultern? Was ist denn jetzt los? Wir haben ein wenig Spaß gehabt. Ich habe jetzt relativ viel getradet. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, um diese Folge ordentlich fertigzustellen. Ich kann euch an dieser Stelle ganz kurz noch empfehlen, dass ihr das Video von gestern anguckt. Mit Das ist keine Kaffeemaschine. Dieses Video war ein sehr, sehr schönes Video. Es geht dabei um einen neuen Server, den wir bewerben. Mit Bewerben meine ich, das ist ein Server von Early eben, deswegen war der jetzt auch gerade im Teamspeak, wir haben darüber geredet. Und da gibt es einige coole Spielmodis und da wird in Zukunft auch viel mit Katze drauf gespielt. Deswegen schaut da gerne nochmal vorbei und ja, wenn euch das Video gefallen sollte hier, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, es tut mir sehr leid, dass die Folge heute so kurz ist, aber wie gesagt, ich habe momentan auch immer noch viel zu tun. Ich habe jetzt zum Beispiel innerhalb von einem einzigen Tag insgesamt Ingame-Zeit, also ich habe 22 Stunden die letzten Tage, währenddessen ich geschnitten habe und gerendert habe, darin investiert, Pokémon fertig zu spielen und durchzuspielen. 22 Stunden 15 bis zum Postgame-Ende, also das ist eigentlich auch ganz fein. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, esst noch eine goldene Karotte, lasst ein Like da und bis dahin erstmal, ciao.